Ne? Ring, ring. Was geht denn jetzt ab? Hallo? Spreche ich mit Champ Biker? Herr Sagaria, ich wollte mich nur erkundigen, wie es mit der Arena-Inspektion vorangeht. Woher haben Sie mal... Ist das schon erledigt? Das hat man gerne. Vielen Dank für die wundervolle Arbeit. Soeben hat mir auch der letzte Arena-Leiter bestätigt, dass du vorbeigeschaut hast. Es war die richtige Entscheidung, dich damit zu beauftragen, Champ Biker. Es haben sich alle sehr gefreut, erneut gegen dich antreten zu können. Aber ich würde mir gerne auch deinen Erfahrungsbericht von der Inspektion anhören. Treffen wir uns doch einfach später am Eingang der Akademie. Bis dann. Ihr habt die Dame gehört, Leute. Willkommen zurück. Gehen wir doch mal direkt dorthin. So, und da sind wir auch schon direkt schon bei der Akademie. Und ja, es gab letztens ein Update für das Spiel. Aber dazu werde ich dann erst kommen, wenn wir die Akademie durch haben. Ich wollte es mal erwähnt haben. Soll jetzt ein paar mehr Performance Improvements geben. Und ja, wie schaue ich denn hier das Turnier? Will ich mit dir? Schön, dich zu sehen, Champ Maike. Na, was hältst du von der Eingangshalle? Gefällt es dir, von so vielen Büchern umgeben zu sein? Ja, ist nicht so meins. Tja, Geschmäcker sind halt verschieden. Ist doch meine Idee, das Design bei der Renovierung von ein paar Jahren so umgestalten zu lassen. Aber kommen wir zum Punkt. Schildere mir doch bitte deine Eindrücke von den Arenaleitern. Wobei, hier kann ja jeder alles mithören. Gehen wir lieber irgendwo hin, wo wir ungestört reden können. Hast du eine Idee, wohin? Hier in unserem Zimmer. Es ist schon dunkel auf einmal. Was ist dein Zimmer hier in der Akademie? Ja, scheinbar. Ich war hier kaum. Dann ist das quasi der Ort, an dem du zum Champ herangereift bist. Nein. Obwohl, du lebst ja noch gar nicht so lange in der Akademie. Da hast du recht. Vielleicht sollte ich bald mal deinem Elternhaus einen Besuch abstatten. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Mich würde interessieren, welche Eindrücke die Arenaleiter bei dir hinterlassen haben. Wer hat dich deiner Meinung nach im Kampf am wenigsten gefordert? Corso? Ah, Corso? Hm, interessant. Wer hat bei dir den bleibendsten Eindruck hinterlassen? Enigmara, weil ich mag Enigmara, weil die ist halt ziemlich lustig und Kampf war jetzt nicht so krass extrem einfach. Ah, okay. Und wer hat sich im Kampf als die härteste Nuss erwiesen? Beim ersten Mal Aoki, aber auf jeden Fall, ich würde sagen, beim zweiten Mal eher Etta. Ah, das dachte ich mir schon, ja. Und zu guter Letzt noch die wichtigste Frage von allen. Welche Arenaleiterin, welchen Arenaleiter magst du am meisten? Ich mag am meisten Enigmara, weil ich einfach sehr lustig finde, weil es halt eine sehr gute Parodie ist. Und eigentlich mag ich ansonsten Grusha am meisten. Ah, Grusha? Okay. So, das wären auch schon alle Fragen. Vielen Dank, deine Eindrücke waren höchst interessant. Sie werden mir bei meiner Planung gewiss von großer Hilfe sein. Bitte nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit an. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwas bewirkt hat in der Story, dass irgendwie die Arenaleiter mit einem reden oder die anders ansprechen oder so, aber... Wir kriegen auf jeden Fall jetzt dafür einen Kingstein. Der ist dafür da, um bestimmte Pokémon zu entwickeln. Also ein Fleckmon, basically. Dank deiner Hilfe ist mein Terminplan nun nicht mehr so überladen. Es spricht also nichts gegen meine Teilnahme an dem Turnier, über das wir im Büro des Direktors gesprochen haben. Champ Nemedia wird sich bestimmt darüber freuen. Und ich glaube auch ein Quapuzzi. So, dann verabschiede ich mich fürs Erste. Du bist sicher ziemlich erschöpft. Lass es für den Rest des Tages mal ruhig angehen. Okay, okay. Und damit meine ich, nö. Wir machen direkt weiter. Zeit fürs Bett. Ah, okay. Mein Trainer ist anscheinend so müde. Komm, leg dich hin. Mach, was du brauchst. Eine Woche später, dank des unermüdlichen Einsatzes von Emilia und Unterstützung durch die Pokémon-Liga, war es endlich Zeit für den lang ersehnten Beginn des Pokémon-Kampfturniers. Haben wir eine Woche geschlafen? Ich hoffe mal nicht. Ah, Maike, wir sind gerade noch rechtzeitig mit den Vorbereitungen für das große Akademie-Turnier fertig geworden. Ah ja, wir haben das Turnier jetzt an sich so genannt, damit jeder sofort weiß, worum es geht. Peppa hat wohl noch ultimative Schulschlacht vorgeschlagen. Dann hat Direktor Clayfield das auch noch so gut gefallen, wo ich mich alles rumärgern muss. Aber sag mal, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Fühlst du dich bereit für die Herausforderung? Klar doch, let's go!
Das war die einzige richtige Antwort. Ich will sehen, was du als Champ so alles drauf hast. Ich kann immer noch nicht glauben, dass der Top-Champ dank dir auch mitmacht. Das ist der Hammer. Leider werde ich nicht aktiv teilnehmen können. Ich habe hinter den Kulissen mit der Organisation des Turniers alle Hände voll zu tun. Schade. Dafür kann ich aber dein Können ganz effektiv als Zuschauerin analysieren und bewerten. Der Treffpunkt ist übrigens beim Empfangen im Eingangsbereich. Wehe, du verspätest dich. Sorry. Ganz spontan hier die ganze Angelegenheit. Was war das denn für ein Lag? Ich hatte gerade Spielschutz ab. Okay, Eingangshalle. Da hat nämlich jemand mit uns zu sprechen. Und das wollen wir uns natürlich anschauen. Also ich weiß nicht, ob ihr was merkt. Ich merke noch nichts. Aber generell soll das Spiel, glaube ich, mal um ein paar FPS ein bisschen flüssiger laufen. Jetzt mit einem neuen Update. Wollen wir dann mal schauen. Und du würdest reden. Hallo Maike, hast du einen der Schätze des Unheils gefunden? Ja, sogar alle. Oh, du hast Dingdo, das Gefäß des Unheils, gefangen? Unfassbar! Ich glaub's ja nicht, wie faszinierend! Ihr kriegt mich vor lauter Neugier kaum noch rein. Wenn ich mir Form und Größe des Gefäßes ansehe, kann ich mir kaum vorstellen, dass es sich aber um einen Alltagsgegenstand handelte. Vielleicht war es ein Kunstobjekt oder diente es als ritueller Gegenstand, mit dem einer Gottheit gehuldigt wurde? Mich beschleicht das Gefühl, hinter den Hörnern und den an Augen einander erinnernder Muster könnte sich ein tieferer Sinn verbergen. Ob es womöglich ist, dass die Gottheit, der gehuldigt wurde, aussah wie dieses Gefäß? Tja, die Sache bleibt weiterhin rätselhaft, aber ach, mein Wissensdurst wird langsam gestillt. Nanu, hast du etwa noch mehr zu berichten? Was berichten? Schieß los. Ah, Baojian, das Schwert des Unheils ist auch. Unfassbar. Eieiei, Griff und Klinge des Schwertes stellen also den linken und rechten Fangzahn des Pokémon dar. Da fragt man sich doch, ob es erst zerbrach, als es sich in ein Pokémon verwandelte, oder ob das, oder war das Schwert womöglich schon immer Zen 2? Nein, der König wird wohl kaum ein kaputtes Schwert gekauft haben. Oder könnte es gerade eben Zweck dieser Waffe gewesen sein, sie in diesem entzweiten Zustand zu verwenden? Tja, die Sache bleibt weiterhin ein Rätsel, aber, boah, das ist sehr interessant. Noch mehr! Chongjian, die Holztafel des Unheils! What? Ey, krass! Ich habe noch nie zuvor derart viele miteinander verbundene Holztafeln gesehen. Das muss ja ein wahres Epos gewesen sein. Bei den meisten Ausgrabungen werden allenfalls Tafeln freigelegt, auf denen sich Kritzeleien oder einfache Botschaften finden lassen. Auch bei ihnen handelt es sich natürlich um wertvolle Zeugen ihrer Zeit. Aber das hier, lesen kann ich sie nicht, aber so umfangreich kann eigentlich nur eine Erzählung sein. Oder sind es die Worte eines Fuchs? Zu dumm, dass die Schriftrollen so verblasst sind. Immerhin haben diese Tafeln einst die Neugier eines Königs entfacht. Was mag nur auf ihnen gestanden haben? Tja, das weiß ich leider nicht. Noch eins, ey. Jojo, die Juwelen des Unheils. Ey, du bist ja voller Neugier. Juwelen wie diese galten als heilig und wurden daher vor allem während Ritualen getragen. Üblicherweise trug man ein einzelnes Juwel um den Hals, aber Jojo scheint vier davon zu haben. Vielleicht trug man sich ein paar etwa an den Ohren oder Handgelenken? Oder wurden die Rituale möglicherweise stets zu viert ausgeführt? Was in aller Welt könnte dazu geführt haben, dass Juwelen, die eigentlich dem Schutz vor Unheil dienten, jetzt letztendlich heraufzubeschworen? Und warum wackelt eigentlich ihr eigenes Haar da rechts rum? Seht ihr das? Es wackelt so rum, als wäre das irgendwie so ein Ohr, was die ganze Zeit so bui bui macht. Tja, die Sache bleibt weiterhin rätselhaft, aber mein Wissensdurst wird langsam gestellt. Deinetwegen konnte ich mir endlich ein eigenes Bild machen. Ich danke dir, Maike. Sagenhaft, du hast mir wirklich auch über alles berichtet. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass du mir eine so immense Hilfe sein würdest. Besten Dank, Maike. Nichts wäre mir lieber gewesen, als selbst loszuziehen und die Schätze in meinem Besitz loszubringen. Aber nun glaube ich, dass wir es nur so weit gebracht haben, weil du reinen Herzens bist. So sehr ich mich auch nach den Schätzen gesehnt habe, möchte ich sie also vorerst in deiner Obhut lassen. Und nimm auch das hier als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ring gespielt, TM. Okay, ist keine krasse TM, aber okay. Du bist schon ein echtes Phänomen, Maike. Ich werde dir auf jeden Fall im Auge behalten. Wir verstehen uns nun prächtig. Juhi, juhi, wuhu, haha. Yay, toll, wuhu. Limila, was machst du denn da? Da bist du ja endlich. Um am großen Akademie-Turnier teilnehmen zu können. Warum schlägt mich ein Klinge ab? Musst du dich hier bei dem Turnierhelfer anmelden. Wären Sie bitte so gut, meine Freundin, die Turniere hinterklären?
Ja, selbstverständlich, kein Problem. Zuallererst solltest du wissen, dass beim großen Akademieturnier Lehrer und Schüler gleichermaßen teilnehmen dürfen. Ja. Sämtliche Teilnehmer werden einander nach dem Zufallsprinzip zugeteilt. Sieger der einzelnen Kämpfe bleiben im Wettbewerb. Matchpaare werden per Losziehung durch Turnier festgelegt. Kampfplatz Auge in Auge gegenübersteht, weiß man niemand, mit wem er es zu tun hat. Sieger geht aus dem Kampf hervor, denn da wartet schon das nächste Kräftemessen. Verlierer gegen das Turnier, bereits nach einer Niederlage, mit anderen Worten, der Kampf um Kampf gewinnt und bis zuletzt übrig bleibt, ist der oder die allerstärkste Akademie. Okay, vielen Dank für die Erklärung. Die Regeln habe ich zusammen mit Direktor Clayton festgelegt. Bei der aktuellen Teilnehmerzahl sollten etwa 4 Sieger ausreichen, um das Turnier zu gewinnen. Denk dran, auch Lehrer können teilnehmen, die haben es echt drauf, also zieh dich vor. Und wehe, du machst sie nicht fertig, nur ich darf dich besiegen. Okay. Sprich aber mit mir, wenn du ready bist, ja? Okay. Mal kurz abspeichern. Hier sieht auch mal nochmal mein Team, für die es vergessen haben. Und los geht's. Ah ja, du möchtest also anfangen? Ja. Ah, okay, dann brauche ich kurz deinen Pass. Okay. Maike, Champrang. Nice. So, deine Anmeldung ist hiermit abgeschlossen. Begib dich bitte nun zum Austragungsort. Alright. Ich hoffe, dass es nicht so schwer wird. Das müsste übrigens das Einzige sein, was hier im Spiel noch übrig ist. Ich glaube, dann haben wir so ziemlich alles gemacht, was man machen kann. Hier in der Post. Game, Post, After Story, was auch immer. Und da stehen sie alle, wie so NPCs. Damit sollten wir vollzählig sein, nicht wahr? Sehr schön, dann kann es ja losgehen. Einigen wird die freudige Nachricht gewiss schon zu Ohren gekommen sein. Unsere Orangenakademie hat erneut eine Schülerin hervorgebracht, mein Gott, die den Champ-Rang erreicht hat. Dabei handelt es sich um niemand anderen als Maike. Was? Wow, echt krass! Das ist der Hammer! Ein Hoch auf den Champ! Es ist für uns ein Anlass zu großer Freude, dass sie diese phänomenale Leistung während ihrer Zeit hier an unserer Akademie verbracht hat. Unsere Schulsprecherin Emila hat eigens dieses Turnier organisiert, um ihre Freundin, unseren neuen Champ, gebührend zu feiern. Der Wettkampf soll jedoch nicht nur dem neuen Champ eine Möglichkeit bieten, sein Können zu Beweis zu stellen. Auch alle jene aus der Schülerschaft, die ihre Stärke für gewöhnlich nicht zur Schau stellen, werden ermutigt, diese Gelegenheit zu nutzen. Ich entmutige euch, lasst es lieber, ihr werdet komplett zerstört. Natürlich ist auch das Talent der Mitglieder des Kollegiums nicht zu verachten. Doch ehe ich zu sehr abschweife, erkläre ich hiermit das große Akademieturnier, auch die ultimative Schulschlacht genannt, für eröffnet. Toller Name. Kommen wir zum ersten Kampf. Wen wird das Los zusammenführen? Champ Maike gegen Pepper aus der Klasse 2G. Nochmal gegen Pepper? Ist dann wieder der dritte Kampf oder so? Das ist nicht euer Ernst. Gleich in Runde 1 soll ich gegen einen Champ ran? Du bist sicher überrascht, dass ich auch mitmache, oder? Ja. Allein dein verdutztes Gesicht zu sehen, war mir die ganze Mühe wert. In Zone 0 ist mir bewusst geworden, dass ich mich doch noch deutlich steigern muss. Also habe ich mit Massifioso und meinem Team ein extrem hartes Training absolviert. Denn falls es jemals wieder brenzlig wird, möchte ich Seite an Seite und auf Augenhöhe mit dir kämpfen können. Aus diesem Grund will ich heute auch gewinnen. Mir egal, ob durch Glück oder Können. Vor dir steht der neue Pepper und der pfeffert dir jetzt erstmal ein paar neue Schärfe gerade in dein Küchenregal. Wohl bekommst. Gegen Pepper! Again! Aber diesmal mit unserem Level 70er Team. Sollte das hier kein Problem für uns darstellen. Ich will dir auf Augenhöhe begegnen. Du bekommst meine ganze Stärke zu schmecken. Okay, Pepper. Ja, wir sind auf jeden Fall höher gelevelt als er. So, Rollwende ist einfach ein Muss mit Delphi-Man. Zack. Und ich mag die Musik, die ist neu, oder? Ich kann mich nicht an die Musik erinnern. Ich glaube, das ist einfach generell die Turniermusik. Und ich habe auch keine Ahnung, wie lange das Turnier geht, wie viele Kämpfe es hat. Ich weiß nur, dass wir ziemlich reinhauen sollten, wenn wir gewinnen wollen. Und wir wollen natürlich gewinnen und jetzt entscheide ich nochmal, Mike. Ja, sorry, hier. Nehmen wir super. Er hat nämlich Erdbeben und Erdbeben macht schon ordentlich Damage. Auf so ziemlich egal welches Pokémon. Auch wenn Amnesie jetzt auch nicht schlecht wäre. Oder meine Käferattacke wäre auch nicht schlecht gewesen. Ah, wäre vielleicht sogar besser gewesen, weil es mehr Damage macht. Ah, verdammt. Okay, das ist sehr schlecht. Aber
Wir werden zumindest Schlaraffe schon mal down bekommen, auch wenn Super selber fast down ist, leider. Ungewollt. Ja, jetzt ist es ein Crit. Jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Oh, wow. Level 72. Saltigant ist ein Gesteins-Pokémon. Sonst nicht. Ich glaube, es ist nur Gestein. Ich könnte mich irren. Aber Erdbeben ist auf jeden Fall sehr effektiv. Jetzt habe ich stehen geblieben, aber leider ist er schneller. Okay, gut, dass ich drauf kommen können, weil Super ist eigentlich ein super langsames Pokémon. Okay, das ist dann schon eher meine Schuld, aber okay, lass mal schauen, was wir noch so einsetzen können. Wir können Bellybolt oder Dolphin Man reintun. Und wisst ihr was, ich tue jetzt den waschechten, sagenhaften Dolphin Man hinein. Denn mit seiner Superwechselfähigkeit wird er es nun mit seinem Power Punch schaffen. Ich wollte eigentlich erstmal gucken, was die Attacke macht, aber ich habe den falschen Knopf dafür gedrückt. Aber es trifft sogar, weil er Tarnsteine einsetzt. Eine Power Punch trifft ja nur, wenn man nicht getroffen wird und BAM! Damit ist er One-Shot! Okay, weiß ich nicht, ob der mit Düsenhieb auch One-Shot wäre, aber Düsenhieb macht nicht so viel Damage wie Power Punch! Ja, mit wie Ora Ora. So, und Tenterra ist Pflanze Boden? Keine Ahnung, auf jeden Fall Takoko sollte hier am besten sein. Denke ich mal. Du, 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 du. Auch wenn es für mich immer noch aussieht, als wäre es ein Elektro-Pokémon. Es ist Bodenpflanze. Y war es, okay. Das ist das Ding, wenn man im Hintergrund ab und zu mal andere Pokémon-Spiele spielt. Wo die Tastenkombis halt ein bisschen anders sind. Hier muss man einfach nur Y drücken und verdammt! Das ist, ja, blöd, weil jetzt verschwende ich eine Runde nach einem Aufwecker. Ausschuss zu halten, beziehungsweise direkt einzusetzen. So. Ist aufgewacht, er greift mich an, ich überleb's. Ja, ich überleb's. Flammenwurf, das Ding ist tot. Und damit meine ich natürlich meinetwegen. Verdammt. Okay, da habe ich das ein bisschen unterschätzt. Das war nicht so klug von meiner Seite aus. Aber der Titan ist ja sogar ein noch besserer Kandidat für diesen Gegner. So, und wir können direkt mal unseren Eisblitter einsetzen. Der wird nämlich schon reichen. Und dann mal schauen, was er noch so Pokémon hat in seinem Team. Die Hälfte haben wir, glaube ich, von ihm jetzt, ne? Das war ungefähr die Hälfte. Hallupenio! Da können wir direkt blind bleiben. Obwohl, aufgepasst, das Ding ist Pflanze Feuer. Das heißt, das war, glaube ich, ziemlich suboptimal. Aber okay, ich habe sowieso kein Pokémon, was gut dagegen wäre. Also, das kann es einfrieren, deshalb versuche ich es mal mit Blizzard, falls es überleben sollte überhaupt. Ja, okay, ich überlebe es. Blizzard trifft und macht Hälfte Damage. Mehr aber leider nicht. Ich kann Eisblitter nochmal machen. Mal reindrücken. Und das reicht zum Kill? Wow. Da habe ich den Titan echt unterschätzt. Level up. Ausdors, ein Water-Pokémon. Ich glaube mehr nicht, ich glaube nur Wasser. Setzen wir direkt unseren Bellybolt rein. Der sollte das ohne Probleme hinkriegen können. Ich mag die Musik, aber die ist cool. Außer es ist, glaube ich, ein Tank. Aber trotzdem nicht stark genug, um gegen meinen Donnerblitz anzukommen. Oh ja, schön, dass ich als zweites angreife, weil das pusht mich nochmal richtig. Wegen Dynamo. Mache also noch ein Stückchen mehr Damage. Plus Beulen, hä? Hab ich voll vergessen, dass ich es hab. Yeah! Bam! Take this! Und ja, sehr effektiv. Das ist instant down. Also ja, ich sag ja, ihr solltet hier eigentlich aussteigen. Macht keinen Sinn, gegen mich zu kämpfen. Massive Use ist dein letztes Pokémon. Du willst ja nicht anders. Jetzt zische ich dir eine gewaltige Portion meines Siegeswillen auf. Okay, mach das doch. Ich hab vergessen, was für ein Typen das hat. Ich weiß nur, das ist unecht. Mehr weiß ich nicht. Also, habe ich ein anderes Pokémon, was da gut gegen wäre?
ja, Power Punch, I guess. Aber ich bleibe erstmal eine Runde drin und versuch's mit Donnerblitz. Ich versuch's mal. In der ultimativen Schulschlacht werden wir heller leuchten als alle anderen, Massifioso. Ich weiß nicht, ob ich das bei jedem Kampf einsetzen kann mit dem Crystallizing, deshalb lasse ich es erstmal. Spaß mir auf, bis ich es wirklich brauche oder beim letzten Kampf einfach bin. Falls ich überhaupt weiß, wann der letzte Kampf ist. Das weiß ich nämlich nicht. Haben wir das eigentlich schon mal gesehen? Zeig ihnen, wie stark deine Kiefer sind. Wir zermalmen ihre Hoffnungen auf den Sieg. Dieses Gesicht da oben. Einfach so eine Platte. Wow! Betreibt man nicht. Machst du richtig viel Damage, Bro? Aber der Ballenhelm, der zeigt's dir. Genauso wie ich dir mit Donnerblitz zeige. Wow. Ich bin wirklich viel stärker als erwartet. Das ganze harte Training hat sich gelohnt, Freunde. Wow! Let's go! Nur Super hat keine XP bekommen. Das ist schade. Ich bin stolz, jemand so cooles und starkes wie dich meine Freundin nennen zu dürfen. Danke. Und die Siegerin des ersten Kampfes ist Champ Michael. Hurra, so macht man das. Was ein fantastischer Kampf. Und da schon gleich in Runde 1. Wow, Champ, kennst du echt eine andere Liga. Die Niederlage zieht mich zwar runter, aber es war mir eine Ehre. Es könnte wohl nicht schaden, wenn ich die Arenen ebenfalls mal abklappern würde. Leg dich im nächsten Kampf bitte besonders ins Zeug. Auch für mich, verstanden? Natürlich doch. Weiter geht's mit Runde 2. Welche Trainer treten diesmal gegeneinander an? Champ Mike gegen Senior Jim, den Biologielehrer. Hallo Maike. Puh, dass du einfach mal so während der Schatzsuche zum Champ aufgestiegen bist, da fehlen mir gleich die Worte. Jetzt habe ich gleich zwei Schüler in meiner Klasse, die den Champ-Rang innehalten. Um ehrlich zu sein, stehe ich schon ein wenig unter Druck. Sicherlich will ein Lehrer gegen seine Schüler nicht den Kürzeren ziehen. Nun denn, sollen wir anfangen? Ich drück dir dann mal selbst die Daumen, dass ich gut abschneide. Achso, er drückt sich selbst die Daumen. So war das, okay. Und ja, das ist das generelle Turnier-Theme. Okay, hat Nakani. Er könnte Feuer-Pokémon bei sich haben als Theme. Sind meine Pokémon geheilt oder nicht? Entspann dich, sei ganz du selbst und dann zeig mir, was du gelernt hast. Okay, Herr Lehrer. Doch, ich scheine geheilt geworden zu sein. Oh, das ist ein nettes Spiel, das ist sehr nett. Habe ich nämlich nicht erwartet. Gucken, ob das schon ausreicht zum Kill. Nee. Da ist Akali schon ein bisschen mehr ein Tank, als ich es haben wollte. Aber Akali ist nur Typ Feuer, mehr nicht. Somit kann ich mit Bellybolt Aquaknarre reinhauen und das Ding ist down. Also soll zumindest so funktionieren. Nahkampf. Okay, interesting. Ja, Dynamo bringt mir leider nichts. Wollen bringen wir was, aber du bringst nichts, weil ich halt jetzt Aquaknarre einsetzt. Oh, Flammenblitzer greife ich nochmal selber an. Also er weiß, dass er jetzt down geht. Eigentlich ziemlich klug. Weil er nochmal richtig viel Damage gemacht hat. Andererseits nicht klug wegen Beulenhelm und Dynamo. Also. Und Rückstoß. Killt ihn aber nicht. Aber pff, kann der Wassertropfen ins Gesicht. Da erlischt er. So, die haben alle 6 Pokémon? Endlich mal. Trainer mit 6 Pokémon im Spiel. Pampros, oh, was warst du nochmal? Pampros, Boden? Ey, ich hab absolut keinen Plan, ich bleib drin. Ich hab keinen Plan. Das ist doch ein Bodenviech. Ja, ist es auch. Versuch ich mal mit Aquaknarre. Aber warte, ist das Ding Gestein? Sorry, wenn ich jetzt meinen Stuhl hört. Ist das Ding Gestein oder? Ich habe das Ding nie benutzt. Mann, es tut mir leid für meinen Stuhl. Der ist ja ziemlich kaputt in letzter Zeit. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Okay, ich war mir nicht sicher, ob sie Titan da was tun können. Deshalb habe ich nicht reingeswitcht. Aber doch, wäre besser gewesen, hätte ich das getan. Weil alles, was ich hier mit Titan habe, ist effektiv. Und vielleicht ist sogar Eisbär schon genug, weil ich bin schon 10 Level drin. Nee, bei ihm nicht. Bei Pampros nicht. Pampros ist da schon etwas tankier. Oh, das ist nicht schön. Also gar nicht. Stimmt mal bitte.
Und da ist es Deed. Hm? Lamus, ein Wasser-Psycho-Pokémon. Leider ist Belly Ball down, deshalb habe ich gerade ehrlich gesagt keinen wirklichen Plan, was ich als nächstes einsetze. Ich schätze mal Farigiraf. Ich habe gerade wirklich keinen Plan, was ich einsetze. To be honest, ich probiere jetzt einfach mal aus. So, Lamus. Mit deinem Apfelmus da, ne? Ich knirsch dich weg. Okay. Das macht schon mal nicht schlecht Damage. Hätte besser laufen können. Ja, Spezialattacken habe ich sowieso keine vor, gegen dich einzusetzen. Das einmal mich noch angreifen mit Surfer. Okay. Ich mag Lamus übrigens sehr. Ist ein sehr cooles Pokémon. Auch die Mega-Entwicklung ist ziemlich lustig. Wie es einfach in seiner eigenen Shell gefangen ist. Und auch die Gala-Formen sind cool. Wie es einfach so eine Gun hat. Eine Muschelgun. Und ja. War doch eine gute Idee mit Farigiraf. Hat relativ gut geklappt, würde ich mal behaupten. Okay, als nächstes kommt Mantidea. Das ist ein Job für Takokro, weil Mantidea ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, kein Wasser-Pokémon, sondern ein Pflanz-Pokémon. Ich weiß gerade nicht, entweder ist es ein Wasser-Pokémon oder ein Pflanz-Pokémon. Es sind gerade zwei Pokémon in meinem Kopf, die sein könnten. Aber ich lag richtig mit Pflanze, okay. Ich hatte gerade wegen, ne, also Manti hört sich irgendwie an wie so ein Wasserding. Nur sowas wie Mantax oder so. Aber nee. Pures Pflanzding. Und ich konnte es sogar verbrennen. Schön. Leider kannst du noch eine Nachthieb reinhauen. Ja, aber macht halt kaum Damage. Also, who cares? Ne? Who even cares? So. Schwinde bitte. Bam. Bum, zack, bum. Du bist tot. Akzeptiere your defeat. So, zwei Pokémon hat er noch. Und dazu gehört Schluckweg. Gulpen. Da kann ich nicht drin bleiben. Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Wir sind ja stark genug gegen das Gulpen. Das Ding ist nämlich Typ. Schutzschild. Das Ding ist nämlich Typ Gift. Mehr nicht. Ich glaube, es ist nur Gift. Ist halt ein. Naja. Fancy Slimer, könnte man behaupten. Ja, aber es kann krasse Attacken, wie ich gerade merke. Ice Heap ist halt eine ziemlich dumme Attacke gegen Takoko, aber... was soll denn das? Falls du es nicht wirst, ich bin ein großer Hater von der Attacke Schutzschild und alle, die da ähnlich sind wie Scanner und sonst was. Ich verstehe diese Attacken einfach nicht. Ja, okay, die sind nützlich, wenn du deinen Gegner irgendwie vergiftest oder verbrennen lässt oder sonst was. Aber ansonsten, wenn du das nicht mal hast in deinem Moveset, in deiner Taktik, dann macht es halt absolut keinen Sinn. Hui, dein Team ist vielleicht stark. Hast du besondere Trainingsmethoden oder so? Get good? Keine Ahnung. Farigiraf. Hat wahrscheinlich jetzt so Typ Pflanze. Pflanze, genau. Psycho gemacht. Hier kommt eine Ladung Energie. Test Akkreditierung. Los! Haben wir schon mal gesehen, wie das aussieht? Ja, doch, das große Auge, das kennen wir. Es kann sein, dass wir ein paar nicht kennen, aber... Whatever. Flammenwurf! Bam! Hm? Oh oh. Ja, also könnte besser laufen, der Kampf. Ich versuche mal mit Super, weil mit ihm kann ich ja Fielende einsetzen und das ist sehr effektiv. Und dann hätten wir dieses Farigiraf auch schon hinter uns, so mit den ersten beiden Kämpfe. Jetzt haben wir einen kleinen Taktikwechsel, mal sehen, wohin das führt. Okay, Psychokinesis. Ja, ich weiß nicht, wie viele Kämpfe es gibt. Vielleicht 4, vielleicht 6, vielleicht 10. Wir werden es auf jeden Fall dann in der nächsten Folge herausfinden oder zumindest ein bisschen mehr erfahren. Ich weiß es nicht, ob es bald mal gesagt wird, ob es wie Halbfinale oder sowas gibt.
Und damn. Ernsthaft? Ich dachte, ich kill es jetzt. Oh, das ist natürlich sehr, sehr blöd. Sehr, sehr tragisch. Sehr, sehr nicht in Ordnung. Sehr uncool. Aber okay, Farigiraf gegen Farigiraf. Meins ist höher gelevelt. Deins ist Terra Crystallize. I do not give a damn. So, Knirscher und du bist weg. Was? Ein KP? Es überlebt mit einem KP. Ernsthaft? Oh, das gibt's doch nicht. Warum hat es eigentlich angefangen zu regnen? Wann hat es angefangen zu regnen? Hab ich irgendwas verpasst? Ich glaube schon. Nein, wie auch immer. Du bist down! Akzeptiere dein Defeat! So. Ihr müsst jetzt alle ein Like da lassen. Weil mich alle gedoutet hat. Aber ich hab's doch geschafft. Haha. Oh yeah! Hui! Huiuiui, das hast du aber gut gemacht. Ja, danke. Und die Siegerin des zweiten Kampfes ist Champ Michael. Wow, ein Satz mit X, das war aber nix. Du hast echt drauf, Michael. Bei deinem selbstsicheren Auftreten wirst du sicher einen besseren Lehrer aufgeben als ich. Senior Jim. Ich muss in der nächsten Folge mit Ihnen reden.